gnadenlos ist an dem Beruf, dass er immer nur im Hier und Jetzt stattfindet. Das heißt, ich gehe auf eine Bühne, ich spiele das und es hat gestimmt und man hat darin gelebt. Und dann ist es weg. Und man kommt zur nächsten Vorstellung, die ist grottenschlecht. Und man fragt sich, woran liegt das denn heute? An der heutigen Verfassung, an den Menschen, an den Zuschauern, am Wetter, an den eigenen Umständen. Das ist gnadenlos, weil man kann immer nur im Moment leben. Das ist aber auch eine Gnade, weil man kann nämlich immer nur im Moment leben. Das heißt, wenn man dann das nächste Mal auf die Bühne geht, kann es wieder super funktionieren und man erlebt was Neues. Und ich glaube, indem man sich entscheidet, einfach nur in dem Moment das zu geben, was heute da ist, glaube ich, hat man den Beruf erfüllt. Gnade bedeutet für mich, dass ich diese Fähigkeiten, die ich geschenkt bekommen habe, einsetzen darf. Dass die wahrgenommen werden und dass ich das geben darf, was mir geschenkt worden ist.